Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis Spieters hier auf dem PC. Ich stehe hier oder wir stehen hier in Blue Dance und ich habe heute vor, mit euch bis nach Lindau zu fahren, und zwar mit einem selbst erzeugten Zug, der hier eigentlich normalerweise gar nicht zu fahren ist, im originalen Fahrplan. Wir sind aber im Fahrplanmodus. Das hat natürlich einfach den Hintergrund, dass hier im Fahrplanmodus eben auch KI gibt. Und ich habe vor, mit euch, wie gesagt, heute einen regulären, also einen Zug zu fahren, der hier normalerweise gar nicht fährt. Und zwar die 101 als IC-Dienst. Dazu müssen wir uns natürlich erstmal hier den ganz normalen IC erzeugen, damit wir auch die Wagen haben. Ich sehe gerade jetzt ein bisschen. Warum ist sie denn jetzt hier am falschen Gleis? Das ist jetzt natürlich blöde. Da müssen wir halt drüber gehen. Da müssen wir halt drüber gehen. Müssen wir es hier machen. So. Genau, da ist er. Wir wollen aber die Lok ersetzen. Dazu müssen wir das natürlich hier abkoppeln. Dann müssen wir diesen entfernen. So, da müssen wir wieder unseren eigenen da hinsetzen, den wir haben wollen. Genau. Nehmen uns dazu, da wir ja IC fahren, würde ich sagen, nehmen wir uns auch den IC, oder? Was sagt ihr? Wo haben wir ihn? Da. Zack. Weil ihr seht, 0 Meter, der hat nämlich keinen Wagen. Also der hat die Wagen nicht. Deswegen müssen wir immer erst den normalen IC nehmen, den originalen. So, den müssen wir hier hinstellen, damit wir den gleich ankoppeln können. An unsere Wagen. Sehr schön. Ich glaube, das müssen wir doch ein Stück zurücksetzen. Das hat so keinen Wert. Dann setzen wir uns mal kurz hier auf unseren Poppes. Machen wir mal kurz das Licht an, damit wir auch was sehen. So. Das müssen wir aufsperren, das eben auf hier einstecken und zurück. So. Wunderbar, das hat funktioniert. Da müssen wir das auf neutral machen. Dann müssen wir Störung. Den eben auf aus machen. Ausstecken braucht man hier nicht. Bleibt hier drin. So, dann steigen wir mal kurz aus. Koppeln unsere IC 101 an unsere IC-Wagen. Ja, das ist doch, also besser geht es ja gar nicht. Steht ja super da dran. Mal so koppeln. Perfekt. So, dann steigen wir wieder ein, schließen unsere Türe, dann setzen wir uns erstmal hin. Wir müssen ja die Lok wieder starten, machen diese wieder auf neutral. Das ist übrigens wieder unsere Cola-Dose, ihr kennt sie. Störung. So. Dann die wieder auf. Ach Mann, die wieder auf. Ja, auf aufgesperrt ist ja richtig. Da müssen wir kurz aufstehen. Wir müssen natürlich noch hier unser Zusicherungssystem einstellen. So, das hätten wir soweit. Können wir es wieder hinsetzen. So, AFB natürlich noch. AFB. Ganz wichtig. AFB. AFB. So, das hätten wir auch. Da müssen wir noch was ganz Wichtiges machen, nämlich eine Route setzen. So. Und zwar will ich ja nach Lindau fahren. Zack. So, wir haben nur rot. Das hat aber den folgenden Hintergrund, dass wir noch, glaube ich. Na, wir haben grün. Wir können fahren. Perfekt. Wir können fahren. Auf geht's.
Auf geht's. Sehr, sehr nice. Wunderschön. Denke, wir können schneller fahren. Springen wir hinein. Ach, wir machen folgendes hier mal die. Das machen wir mal aus. Genau. Super. Machen wir das mal ein bisschen dunkler. Perfekt. Wunderschön. Wunderschön. So, und so einfach geht das. Da kann man auch im normalen Fahrplanmodus mit einem Zug fahren, der hier normalerweise gar nicht fährt. Also der hier sich im normalen, wenn man das ganz normal macht, ohne zu spawnen, würde man ja hier mit der 101 gar nicht fahren können. Zumindest nicht auswählbar. Und dann macht man das einfach so, dann geht das. Überhaupt kein Problem. Wie ihr seht, wenn man da ein paar Dinge beachtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Und man hat wenigstens etwas KI-Verkehr dabei, während man das ja im normalen Free-Roam-Modus ja eben nicht hat. Da fährt man ja schon ziemlich alleine rum. Und das kann man dann so wunderbar umgehen. Ihr seht, hier stehen Güterwagen rum. Das würde, glaube ich, im normalen Freeroam-Modus gar nicht so sein, dass da überhaupt irgendwas rumsteht. Noch gute 41 Kilometer bis Lindau am Bodensee. Seht ihr, da kommt nämlich KI-Verkehr. Und das hast du im Freeroam-Modus eben nicht. Und genau das ist nämlich jetzt hier der Vorteil. Ach, einfach nur geil. Sorry, aber es ist einfach so. Wenn man beim Spiel so ein bisschen tricksen kann, dann macht es einfach umso mehr Spaß, finde ich. Dann macht es einfach umso mehr Spaß. Das wollte ich. Genau. Wunderschön. Wunderschön. Das mit dem Lichtkegel, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Machen wir mal ein schickes Foto von der ganzen Sache hier. Wobei, das Gefühl, das ist so ein bisschen dunkel. Ein bisschen heller hier machen. Das ein bisschen weniger vielleicht. Hier noch ein bisschen mehr. Ja, dann sieht man auch die Sterne hier. Ach, das ist doch einfach nur wunderschön. Seht euch das an. Das ist doch einfach nur wunderschön. Wunderschön.
mit unserem IC-Zug komplett samt Lok. Wunderschön, wunderschön. Wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, das ist ein ganz normales Fahrplan-Szenario. Einfach, ich kann euch das nachher auch gerne mal zeigen, einfach Strecke wählen, zu Fuß, Zug spawnen, eine Route setzen und zack. Könnt ihr dann den Zug fahren auf einer Strecke, wo der normalerweise gar nicht zu fahren wäre? Und ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Weil es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn man in der Strecke fährt und ein Szenario fährt und man ist völlig alleine. Man hat überhaupt keinen KI-Verkehr, keine Zugbegegnung, nichts. Das finde ich persönlich als sehr, sehr langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man auch beim Creators Club, wenn man da Szenarien von fährt, immer darauf achten, ob da überhaupt KI-Verkehr vorhanden ist. Ich meine, die Damen und Herren, die dort die Szenarien bauen, absoluten Respekt, ja, muss ich wirklich sagen, da gibt es nichts, also wirklich, ich wüsste nicht, wie ich das alles so hinbauen müsste, also da habe ich absoluten Respekt vor, keine Frage, ihr macht das super. Da gab es auch wirklich schon sehr, sehr schöne Szenarien, die ich auch schon gefahren habe, nur, es wird natürlich nicht bei jedem darauf Wert gelegt, auch dementsprechend KI-Verkehr zu platzieren und das ist dann natürlich immer etwas schade, möchte ich sagen, weil ja, das macht es doch aus, wenn einem so mehrere Züge dann auch entgegenkommen, Zugbegegnungen, Zugkreuzungen und rote Signale und. Sowas alles macht es aus, finde ich. Und im normalen Fahrplanmodus ist das natürlich gegeben. Da hat man dann halt KI-Verkehr und so. Und ja, so, dass man das so dann umsetzen kann, das finde ich sehr, sehr schön. Dass man dieses Feature hat. Wenn man ein paar Dinge beachtet, dann ist das auch eigentlich überhaupt kein Problem. Es ist ja auch ziemlich easy. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Und auch um einen IC zu fahren und trotzdem diesen Enchantment-Mod zu benutzen, einfach den normalen IC laden samt der normalen 101, dann die 101 abkoppeln, wieder entfernen und dann eure 101 dahinsetzen, die ihr haben wollt, mit dem Repaint, das ihr haben wollt, und ja, schon ist das eigentlich erledigt. Dann einfach Zug aufrüsten, Route setzen und ab geht die Fahrt. Also ziemlich, ziemlich easy, muss ich sagen. So, muss ein bisschen langsamer werden hier. 110 ist vorangekündigt. Dann werden wir uns da auch gleich hinbegeben, würde ich sagen. Bevor wir gleich Ärger mit dem PZB bekommen, das wäre nicht so toll. Machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Seht mal, ich bin auch wieder in der S-Bahn. Wie gesagt, das ist halt das Schöne, ne? Im Fahrplan hat man halt KI-Verkehr. Hier ist jetzt zwar nicht so megamäßig viel, aber immerhin. Besser als gar nichts, würde ich jetzt sagen. Und so kann man das eigentlich auf jeder Strecke machen. Überall, wo dieser Zug normalerweise nicht fährt, kann man sich dann den dann hinspawnen und halt doch fahren. Und das macht es eben spannend, finde ich. Theoretisch kann man auch die ICE oder so auf der Bernina-Linie
setzen. Es geht, es ist theoretisch möglich. Was ich allerdings noch nicht geschafft habe, dass der auch losfährt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das mit dem Strom dort nicht zusammenpasst oder so. Auf jeden Fall bekomme ich dort keine Leistung. Hinsetzen kann man den, aber es ist halt nicht möglich loszufahren. Aber im Prinzip ist sowas alles möglich. Sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das finde ich persönlich sehr, sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Wunderbar an dem Bodensee vorbei. Das ist einfach nur wunderschön. So, wir dürfen runter auf 80. Dann helfen wir noch mal ein bisschen nach hier, würde ich sagen. Wollte die PTB uns doch ein wenig zwingen, dass wir hier mal ein bisschen langsamer werden. Aber dem kommen wir natürlich gerne nach. So, 90 sind hier erlaubt, aber wir stehen nach wie vor unter PZB-Beeinflussung und die sagt uns eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 85. Deswegen dürfen wir hier nicht schneller werden. Wir haben rot. Zugbeeinflussung. Wir haben rot zu erwarten. Wir haben rot zu erwarten. Sie fahren. Ihr seht, das kommt im Freiraum und im Freeroam-Modus nicht vor. Mit Sicherheit nicht. Weil es ja natürlich keinen KI-Verkehr gibt. Und wenn es ja keinen KI-Verkehr gibt, dann kann ja auch kein Gleis blockiert sein. Und dementsprechend natürlich auch keine roten Signale. Logisch. Ich hoffe, das ist jetzt nur, weil uns ein Zug irgendwo im Weg steht. Aber dürfte eigentlich so sein, dass irgendwo uns eine S-Bahn oder so im Weg steht. Irgendwas, auf das wir warten müssen. So. Zugbeeinflussung. 45 sollen wir nicht überschreiten. Das sollten wir hinkriegen. Dann gucken wir einfach mal, was denn dort das Problem ist. Dann schauen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Ich sehe im Moment noch kein Problem. Ach, aber Evo wird sich wohl jemand aufhalten, der uns im Weg steht.
Komisch, komisch. Das müssen wir den Pfad gleich einfach nochmal neu legen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwie sich ein bisschen aufgehangen hat. Hier hätte ich fast gesagt. Ich sehe nämlich weit und breit nichts, was uns irgendwie im Weg stehen könnte. Ist schon wieder gelb. Also hier ist nichts, was auch nur ansatzweise dafür sorgen könnte, dass wir rot haben. Gar nichts ist rot. Ja gut, da war ja vorhin ein gelbes Vorsignal. Aber sonst ist hier gar nichts. Das ist ja auch schon Kilometer von uns entfernt. Also nichts ist hier. Ich verstehe es nicht. Ihr seht es ja selber. Gar nichts ist hier im Weg. Auch hier im Bahnhof. Nichts. Entfernen. Ich muss sie nochmal neu legen. Vielleicht liegt es daran. Kommt hier eigentlich was? Ach, das ist doch jetzt scheiße. Das ist doch jetzt scheiße. Da kommt doch nichts. Ich verstehe es nicht. Wollen wir jetzt hier rot haben? Kommt ja auch von hinten nichts. Das sind immer so Dinge, weißt du. Tja, bringt ja nichts, wenn ich drüber fasse, ist das Szenario vorbei. Das ist ja Fakt. Thank you.
Da kommt was. Da. Ein bisschen gedauert, aber das könnte natürlich der Grund sein. Gut, dass ich noch nicht aufgegeben habe. Da kommt was. Ihr seht hier. Eine S-Bahn, so wie es aussieht. Die ist natürlich auf unserem Fahrweg. Der blaue hier, das ist unser Fahrweg. So, die hat hier einen kurzen Halt, so wie es aussieht. Beobachten wir das mal. Das wird der Grund sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wir sind hier, die hat natürlich noch einen Weg. Die hat natürlich noch einen kleinen Weg. Wo steht die denn jetzt? So, die fährt weiter. Die fährt auf jeden Fall weiter. Das wird der Grund sein. Leute, das wird der Grund sein. Die steht, fährt nämlich auf unserem Fahrweg. Der blaue hier. Und das wird der Grund sein, warum wir rot haben. Logisch. Weil hier nämlich gleich wahrscheinlich links rüberfahren werden, deswegen auch die 90. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, dass das hoffentlich der Grund war. Ja, die wird wahrscheinlich, weil wir fahren nämlich hier. Und da wird die gleich auftauchen und unser Fahrweg blockieren, deswegen haben wir rot. Kommt sie nämlich. Das wird der Grund sein. So, sie hält hier nochmal. Hier ist auch nochmal ein Haltepunkt anscheinend. Oder sie fährt einfach nur langsam. Oder sie hält, oder? Sie hält, das wird nochmal ein Bahnhof sein. Aber das müssen wir halt abwarten. Das gehört halt dazu. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines haltzeigenden Signals ist unser Zug zum Halt gekommen. Wir müssen auf eine verspätete S-Bahn warten, die uns gleich passieren wird. Sie befindet sich aktuell auf unserem Gleisblock. Wir bitten um Verständnis. Unsere Fahrt wird dann zügig fortgesetzt, sobald die S-Bahn uns passiert hat. Vielen Dank. So, jetzt fährt sie nämlich weiter. Sie hatte da nämlich einen kleinen Aufenthalt. Und wird uns dann gleich passieren. Und ich denke, dass wir dann unsere Fahrt fortsetzen können. Genau das ist es nämlich. Genau das ist es. Das hast du im Freeroam-Modus nicht. Ach, ist das. Das ist das Schöne im Fahrplan-Modus, dass du genau sowas hast mit Zugkreuzung, mit Zugbegegnung, mit roten Signalen und all solchen Dingen. Dass genau das gehört dazu. So, wo bleibt sie? Da fährt sie. Müsste sie uns ja gleich passieren. Und wir dürfen dann endlich weiterfahren. Dürfte sich jetzt hier gleich umstellen. Hoffe ich.
hoffe ich zumindest, dass es daran gelegen hat. Na komm schon, die ist doch vorbei. Kann doch jetzt nicht sein. Kommt doch nichts mehr. Oder? Hier kommt noch einer. Aber die ist doch gar nicht, oder? Die könnte natürlich auch noch. Wie sind wir denn jetzt? Geht nicht mehr durch. Das ist noch eine passiert. Rot. Alter. Kommt Leute, wir essen zeitig. Gibt's doch gar nicht. Pennt der Fahrdienstleiter jetzt oder was ist los? Da kommt noch was. Ihr seht's. So Leute, jetzt haben wir drei Stück vorbeigelassen. Bitteschön. Noch eine, das gibt's doch gar nicht. Zuerst die gesamten S-Bahn-Verkehr hier durch oder was? Alter, das kann nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Ach, ey, ich bin Fernverkehrszug. Ich habe ein bisschen mehr Prio, oder nicht? Gibt's doch nicht. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie denn jetzt abgeblieben? Ich finde sie nicht mehr wieder.
steht hier immer noch. Ach komm schon. Na also, geht doch. Dann machen wir gleich nochmal wieder die Route anders. Das gleich halt dann noch eben anders. Sie fahr. Lass mal die Signale hier passieren. So, dann bleiben wir nämlich gleich da einmal eben stehen. Dann verlängern wir die Route wieder. Das ist die S-Bahn, die da gerade noch stand. So, dann bleiben wir hier mal kurz stehen, Herr Feldkirch. Türfreigabe. Am Berg. Türfreigabe. Gucken, dass wir mich runterrollen. Sorry, da musste es sein. Ach ja, dann machen wir das mal eben länger hier. Beziehungsweise wieder ein bisschen Lindau. So, dann machen wir das mal wieder ein bisschen Lindau. Fahren wir einfach weiter. Manchmal muss man halt ein bisschen tricksen. Dann geht es halt nicht anders, aber das kann man natürlich auch machen. Das ist ja alles kein Problem. Siehst du, dann geht es nämlich weiter. Können es befreien. Und dann können wir auch aufschalten. Und das Ganze nämlich schon mal auf 140 machen wieder. Sollten auch die Bremse lösen, dann können wir losfahren. Meine Güte, Leute, ist da. So, weiter geht's. Hatten wir halt einen kleinen Zwischenhalt.
wunderschön. Wunderschön! Hat's ja doch noch funktioniert. Da muss man halt ein bisschen tricksen manchmal, dann funktioniert's auch. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch gestanden hätte, wenn ich die Route nicht geändert hätte. Weiß ich nicht. Es hätte natürlich auch weitergehen können, nachdem uns hier erstmal da hätte passiert. Aber man weiß es nicht. Aber nachdem ich die Route ja geändert habe, hat es ja dann funktioniert, dass das Signal mit Sinstorf grün ging. Und dann hält man da halt an dem Ziel, das man sich dann da ausgesucht hat, hält er kurz an, verlängert die Route wieder, beziehungsweise ändert sie wieder auf den Originalzustand, wo man eigentlich hin wollte. Und dann funktioniert das alles wieder. So, ist jetzt alles wieder dabei in dem Szenario, was ich gerne sehe. Das ist wirklich wunderschön. Habe ich mir so nicht erträumen lassen. Ich habe es einfach mal probiert, ob das alles so funktioniert. Und ja, anscheinend tut es das. Was mich auf jeden Fall sehr, sehr freut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich ein wunderschönes Szenario. Hätte ich mir so nicht erträumen können. Und dann sind es noch 31 Kilometer bis Lindau. Gleich schon 150, sehr, sehr schön. Jetzt geht's los. Richtig geil. So, erstmal einen Schluck trinken. Ach, muss ich mal Lichter machen, sehe ja gar nichts. Mach mal kurz hier die Lampe an. Die Lampe an. Hier. Ja, gut, dann mach was. Ey, wo ist meine Cola-Dose? Hä? Die war am Anfang. Na egal. Die war doch. Hä? Die war doch vorher da. Ich muss das nicht verstehen, oder? Egal, lassen wir das. Eine Cola-Dose ist verschwunden. So, was haben wir denn jetzt da im Angebot? 160, 150, 160. Das heißt, wir bleiben kurz erstmal bei 150. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Kurz hier 150 Teilstück ab und dann dürfen wir endlich auf 160 beschleunigen. Jetzt macht das aktuell noch keinen Sinn, wie ihr vielleicht oben rechts erkennt. Steht wieder eine S-Bahn. Was mir allerdings aufgefallen ist, jetzt ist es ist uns noch kein einziger Güterzug entgegengekommen. In Form von BR 193 und so weiter, sondern nur die S-Bahn, die hier halt mit dem DLC geliefert wurden, mit dem DLC Vorarlberg-Bahn oder S-Bahn Vorarlberg. Also wirklich sehr,
S-Bahn lastig, diese Strecke hier, oder dieses Teilstück auf jeden Fall. Hallo Lucy, Felix ist auch schon online. Also 140. Einiges los hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Hauptschalter raus. Das ist der Hauptschalter, haben wir fliegen gegangen. Aber dann machen wir wieder rein und fertig. Ganzen doch schon näher. Sifa. Ich denke mal, dass wir so nach 6 Uhr in Lindau sein werden, also nach 18 Uhr, weil natürlich den Aufenthalt ja an dem roten Signal war ja doch etwas länger als geplant. Aber auch das ist normaler Bahnalltag, das kommt immer wieder vor, jeden Tag in irgendeiner Strecke. Von daher ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches. So, 120, 110 haben wir zu erwarten. Hallo Killer Bunny. Wieder rot, auch bitte nicht. Sifa. Ey, oder ist das jetzt, weg, das rote Signal oder nicht? Werden wir gleich sehen. Wenn wir ein gelbes Vorsignal haben, ist es noch da. Wir haben ein gelbes Vorsignal.
jeden Fall quittieren. Das ist noch da. Na gut, das kann ja wieder an ein paar S-Bahnen liegen. Dass die irgendwo da im Weg stehen. Ich hoffe es. Sonst müssen wir wieder Trick 17 machen. Ihr kennt das ja schon. Hallo, gehst du von den Gleisen runter? Weil du bist tot. Türfreigabe. 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 Sifa. 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 Sifa Zwangsbremsung. Dich jetzt sowieso erledigt. Stehen ja eh. So. Sind jetzt hier wieder das Problem. Wir haben Gleiswechsel, okay, und das könnte natürlich der Grund sein, dass wir stehen müssen, weil von vorne was kommt. Das kann natürlich sein. Sehen wir aktuell. Aktuell noch nichts, da steht was. Das könnte der Grund sein. Wir sind jetzt hier mit unserer, bin ich aus Hauptstadt rausgeflogen. Ein bisschen die Türen öffnen hier. Hä, was ist mit unserer Lok jetzt los? So, hier kommt der nächste um 18.18 Uhr. Das sollten wir weg sein. Uhr, ja, die müsste jetzt hier eigentlich gleich auftauchen, ne? Ja, 18.01 Uhr. Fällt die hier ein? Das wird wahrscheinlich die sein, die uns da im Weg steht. Das wird die sein, die uns da im Weg steht. Könnte die Türen eigentlich schon wieder schließen? Schließvorgang eingeleitet. Dann warten wir einfach mal. Ist die S-Bahn hier passiert? Ich fahre einfach schon mal ein Stück vor. Schauen wir mal, ob wir da gleich weiter dürfen. Sifa, Sifa.
Warum ist der denn auf einmal so leise? Hauptschalterhaus, was stimmt denn jetzt hier nicht? Ach, muss ich das wirklich wieder ändern jetzt? Machen wir es anders. Versuchen wir es nochmal. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dann machen wir es so, Trick 17. Warum ist jetzt der Hauptschalter aus? Was soll das denn? So, dann müssen wir heute nochmal Trick 17 anwenden. Nochmal verlängern wir die Route wieder. Türfreigabe.
Türfreigabe. Türfreigabe. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Ach ja, dann machen wir es halt nochmal, weil es so schön ist. So, 14 Kilometer haben wir noch. Das ist wirklich eine wilde Fahrt nach Lindau, eine ungewöhnliche IC-Fahrt. Gebe ich gerne zu, aber ja, ich habe mir das so auch nicht ausgesucht. Schauen wir mal, ob wir die letzten 13 Kilometer noch gefahrlos bewältigen. Sonst muss er mal warten. So. Nicht immer wir. Wir haben Pferdzug. Auf Geschwindigkeit hier 160 ist schon wieder in Aussicht. Sieht doch alles wieder ganz gut aus. Los hier? Ach, bitte nicht, Leute. Hängen geblieben oder was? Gibt's doch nicht. Ach nee, bitte. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Keine Ahnung, was das war, aber irgendwas war's. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich bin es auf jeden Fall. Ich kann es euch echt nicht sagen, was da jetzt das Problem war. Naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Oh, da steht eine BR193. Habt ihr sie gesehen? Eine wunderschöne rote. Eine wunderschöne rote. BR193 Vectron. So, wir dürfen jetzt 140 noch nach wie vor, genau.
das ist wirklich die ungewöhnlichste IC-Fahrt, die ich jemals erlebt habe in diesem Spiel. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da ist wirklich alles dabei. Also unfassbar. Und ihr seid dabei. Das ist der Hammer. Das ist der pure Hammer, was wir hier erleben. Es sind noch 9,6 Kilometer. Hoffentlich überstehen wir die noch halbwegs unbeschadet. So, 120 haben wir zu erwarten. Dann sollten wir uns dahin mitgeben. Kommen dem Ende näher. Cool. Wir haben wieder mal rot. Ihr seht's. Wir haben wieder rot. Ach, ich liebe es. Nochmal. Nochmal Trick 17. Ich will's nicht glauben. Leute, es sind doch nur 7 Kilometer. So, schauen wir mal, was uns jetzt wieder erwartet hier. Ist ja wirklich nicht mehr weit. Es ist ja wirklich nicht mehr weit bis Lindau. Jetzt hier wieder das Problem. Lass es sie sein, bitte. Steht noch eine. Versuchen wir es halt nochmal. Das war kein Thema. Das
siehst du? So, dann stoppen wir gleich wieder im Bregenz, beziehungsweise kurz im Bregenz und machen dann wieder Trick 17. So, dann stoppen wir hier mal kurz. Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe. SIFA. Zugbeeinflussung. Ach ja, 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 ja. Okay. Oder wir machen hier einen Bregenzschluss, damit es jetzt hier nicht mehr weitergeht. Scheint nicht mehr weiter zu gehen. Dann machen wir hier Schluss, würde ich sagen. Ist auch lang genug gewesen jetzt. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Anschauen. Wir rüsten die Kiste hier ab, würde ich sagen. Oder? Schließen, öffnen auf jeden Fall die Türen. Und dann war's das. Dann ist unsere Fahrt im Bregenz gestoppt. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das war mit Abstand die ungewöhnlichste IC-Fahrt, die ich je erlebt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist uns einiges passiert. Aber ich finde, es hat Spaß gemacht. War mal was etwas ganz was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Macht. Bleibt gesund. Bleibt vor allem mir treu. Habt noch eine schöne Restwoche, bleibt sauber, macht's gut, euer Danny Spieters, ciao, servus und tschüss, bye, bye.